Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir freuen uns natürlich, dass Sie heute Abend so zahlreich zu uns gekommen sind, aber wir freuen uns auch über Ihre Gäste. Und die nächste darf ich ganz herzlich bei uns begrüßen, nämlich den hessischen Minister des Inneren und für Sport. Herzlich willkommen, Herr Peter Beuth. Ich bin gekommen im Auftrag der Hessischen Landesregierung und möchte sehr herzlich gratulieren, mich sehr herzlich bedanken für das, was ihr jedes Jahr hier leistet. Im Namen auch meiner anwesenden Kollegin Angela Dorn und im Namen unseres hessischen Ministerpräsidenten, der heute Abend verhindert ist, aber Sonntag zum Abschlusstag dabei ist. Das Westhallen-Reitturnier ist, man muss sagen, der sportpolitische Abschluss eines Jahres, aber wir sind uns eigentlich auch der sportpolitische Höhepunkt eines Jahres. Und insofern sind wir euch dankbar, dass ihr jedes Jahr dieses wunderbare Turnier durchführt. Wir haben als Sportler Hessen ein großes Interesse daran, dass solche Veranstaltungen stattfinden, weil sie ermöglichen halt vor allen Dingen auch Kindern und Jugendlichen mal zu schnuppern. Große Sportereignisse in der Umgebung, im unmittelbaren Umfeld auch selbst zu erleben. Und deswegen sind wir sehr dankbar. Und deswegen unterstützt das Land Hessen, das Sportland Hessen, selbstverständlich diese wunderbare Veranstaltung seit vielen Jahren. Auch in diesem Jahr zum 50. Geburtstag sind 50.000 Euro, die ich für dieses Sportereignis gerne an dich übergebe. Es ist gut angelegtes Geld für den Sport in Hessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Dank, Herr Peter Beuth, der hessische Innenminister. Und meine Damen und Herren, einen Herrn möchten wir noch gerne bei uns begrüßen. Es ist der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Herr Mike Josef. Sportereignis zum Abschluss des Jahres, aber schauen wir mal auf den Dezember hier in Ihrer Stadt Frankfurt am Main. Letzte Woche hat Frankfurt gegen Bayern gewonnen, da gehen wir nicht weiter drüber. Einen großen Empfang gab es in Frankfurt. Ich wurde mutig. Einen großen Empfang gab es vergangene Woche für die U17 Fußball-Weltmeister. Der Frankfurter Nikolaus Tuathlon vor wenigen Tagen, dann der Santa Run, jetzt der 50. Geburtstag des Westfalen-Reitturniers. Welchen Stellenwert haben denn Pferde neben Fußball und Laufen in der Sportstadt Frankfurt? Na, erstmal einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen. Und ja, Sie haben absolut recht, die Sportstadt Frankfurt steht auch im Dezember bei Weitem nicht still. Der Empfang der U17-Weltmeister war tatsächlich nochmal ein persönliches Anliegen von mir, von der Stadt Frankfurt, weil es auch darum geht, den Nachwuchssport zu ehren und die Wertschätzung gegenüber zu bringen für die Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler in unserer Stadt und in unserem Land, die wirklich begeistert haben, wie ich finde, unsere U17-Weltmeister. Und es geht aber auch um die vielen Hobbysportlerinnen und Hobbysportler, die sich bei Wind und Wetter den Herausforderungen stellen, je in ihrer Sportart. Und deswegen finde ich es auch schwierig, die ein oder andere Veranstaltung oder die ein oder andere Sportart hervorzuheben, weil alle auf ihre Art und Weise die Menschen begeistern und vor allem die Menschen zu bewegen bringen. Und der Stellenwert des Reitsports, Frau Lenzenhof, zeigt sich, finde ich, darin, dass wir heute und diese Woche das 50. Jubiläum dieses Turniers gemeinsam feiern. Und wer so lange besteht, der hat, wie ich finde, sehr vieles richtig gemacht. Und ich möchte mich bedanken, auch dafür, dass Sie uns dieses Ambiente hier in der Festhalle ermöglichen. Dass Sie die Festhalle ja, so stimmungsvoll und bunt gestalten, wie es unsere Stadt Frankfurt eben auch ist. Ein Dank und Anerkennung an die Familie Lindner.
Linzenhofen-Rat für diesen Einsatz, für diese Arbeit, für diese wichtige Tradition in unserer Stadt. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.